Stimmt, das könnte ich nachher noch tun. Ich müsste dann noch irgendwas. Ja, ein bisschen Stein habe ich noch übrig. Ja, Kommandant. Ach, das ist Russland, ich denke mir schon, hey. Das bin ja ich. Euer Befehl? Sir? Kann ich Ihnen helfen? So, ich müsste doch noch mehr haben. Fertig. Wir werden angegriffen. Kann ich helfen? Ist da noch irgendwo einer? Oder muss ich das beschützen? Moment. Mindestens eine Universität muss überleben. Okay. Wurde ich hier eben geheilt? Nee, nee, ich werde nicht geheilt. Wir werden angegriffen. Ja, ja, was auch immer. So, die Russen werden mir jetzt hoffentlich ordentlich helfen, das zu reparieren. Es sei denn, die sind auch plötzlich Feinde, aber nee. Ach, denn ihre Ärzte helfen mir. Ja, Kommandant. Luxus pur. Das ist ja hier tolle Behandlung. Wir werden angegriffen. Gut, die haben ja auch von mir ohne Ende Soldaten bekommen. So, jetzt muss ich da irgendwie draufklicken und dann wird das erforscht. Ja, Kommandant. So, und während die jetzt hier vorne noch irgendwie... Wir werden angegriffen. Gut. Rückziehen Sie schnell wie möglich viele Militär, um es zu verteidigen. Sollen Sie also für das betriebsfähig bleibt. Ja, Kommandant. Kann ich behilflich sein, Sir? Oh, ich brauche jetzt da nicht mehr. Verstanden. Also marschiert mal ab hier. So, geben wir mal unser ganzes Gold noch für die Typen hier aus. Oh, ich habe keine Lebensmittel mehr. Aber hey, ich kann noch einen Panzer bauen. Funktioniert das jetzt wirklich so, wie ich das gerade tue? Ja, die greifen hier nur das an. Hier oben kommt kein Schwein mehr? Hier haben sie schon mal irgendwas eingegeben. Nee, das war schon anders an, ne? Universitäten stehen noch? Also, wenn ich nicht verliere, wenn sie das hier zerstören, dann ist alles gut. Ich mauere mich hier erstmal ein. Könnt ihr bitte ein bisschen schneller laufen? Die sind hier noch überall gut beschäftigt mit ihren primitiven Panzerchen. Joa. Hallo? Warum bleibt ihr da jetzt stehen? Er soll das Ding hier bauen, damit hier zu ist. Mögen uns die Götter diese Übertretung vergeben. Zumindest werden wir jetzt unsere so dringend benötigten Steine bekommen. Gut. Was? Kann ich Ihnen helfen? Wir werden angegriffen. Unverzüglich. Wie darf ich das jetzt verstehen? Weiß der Geier. So. Das funktioniert echt. Ich warte. Ja, Kommandant. Das funktioniert echt. Wir werden angegriffen. Ich glaube, es ist eher gedacht, dass man hier hinbauen soll und dann das verteidigen, aber... Warum sollte ich? Ja, Kommandant. Obwohl, ich habe doch noch Stein übrig, ne? Ja, greift mich nur an. Macht nur. So, wie lange dauert das überhaupt? Das ist keine Zeitanzeige. Ich hasse sowas. Ist ja noch schlimmer als mit Zeitanzeige. Aber ich glaube, bei den Russen bin ich ganz sicher. Ich habe das Gefühl, das ist so nicht gedacht. Aber mir ist diese Idee, während ich gespielt habe, gekommen, weil die Russen sind ja meine Verbündeten oder beziehungsweise sie helfen mir auf jeden Fall und schießen auf den Feind. Da habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht eine ganz tolle Idee, das Gebäude hier hinzubauen. Und hier noch so ein bisschen anderes Zeug, ne? So, das ist, glaube ich, ganz gut befestigt erstmal. Dann schicke ich euch dahin. Für den Fall, dass sie beschädigt wird, könnt ihr sie dann reparieren. Wo kommen denn die jetzt her? Ernsthaft, wo kommen die her? Egal, sie kommen nicht weit. Ja, Kommandant. Die Wissenschaftler haben ihre Forschung zu Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit abgeschlossen. Wir werden angegriffen. Die Mission war ja scheiße einfach, wenn man das so macht. Aber ich glaube, man soll das Zentrum da nicht hinbauen.
Die Provinz hat einige stürmische Zeiten überstanden. Aber in der Region stellt sich allmählich wieder ein wirtschaftliches Gleichgewicht ein. Die öffentliche Meinung wurde zum großen Teil besänftigt, sodass kaum noch ein Umsturz droht. Da jetzt Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit möglich geworden sind, steht die VFAR kurz davor, ihre Expansion in den Weltraum zu beginnen. Der Fortschritt erfährt allerdings immer noch Widerstand und die VFAR muss ihre Interessen sorgfältig schützen. Die kommenden Zeiten könnten glorreich sein oder sich als verheerend erweisen. Gut, ich glaube, ich habe das nicht so gemacht, wie das von den Entwicklern geplant war. Allein schon, weil ich einfach komplett meine Basen ignoriert habe. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Ja, die kämpfen auch. Da kam irgendwie gar nichts. Beim letzten Mal kam da auch irgendwie... Stimmt, beim letzten Mal habe ich mich auch komplett anders... Wow, also wenn man weiß, wie man das hier macht, ist das ja Kindergarten. Wo sind die hergekommen? Ach, die sind über die Mauer gelaufen, über die Mauer. Über den Berg. Ich muss sagen, die Idee, das Ding da hinten hinzubauen, war doch sehr gut. Kann ich Ihnen helfen? Erwarte Befehle. Nee, mir kann man nicht mehr helfen. Ich warte. Ich fand die Idee toll. Gut. Nach dieser unglaublich einfachen Mission. Japan hat voll die Minuspunkte. Naja. Lalalala. Wirtschaft. Ja, komm, vergiss es doch. Militär, boah. Ich habe 109 Bürger gehabt, ey. Ich habe immer so viele Schnelltasten gedrückt. Stimmt doch gar nicht. Vor allem, niemand ist in der Epoche. Warum existiert die denn überhaupt? Naja, Details. Spielübersicht überlassen. Blick zu den Sternen. Nachdem die Quandoo-Dynastie die finanzielle und wirtschaftliche Stabilität auf dem Festland der VFAR gesichert hat, richtet sie ihre Aufmerksamkeit jetzt auf den wiedererstarkten Wettlauf um den Weltraum und startet den Versuch, als erste Nation in der Geschichte eine Kolonie auf einem anderen Planeten zu errichten. Das wird allerdings alles andere als einfach sein, da Widerstandsnester von Rebellen und fanatischen Truppen die beiden Weltraumzentren der VFAR zerstört haben, die sich mit Forschung und Entwicklung für das Weltraumprogramm der VFAR beschäftigten. Die Regierung der VFAR wandte sich an ihren Nachbarn Japan um Hilfe. Sie vereinbarte mit Japan die Unterstützung des Weltraumforschungsprogramms dieses Landes, um in einer gemeinsamen Anstrengung den Mars vor den westlichen Nationen zu erreichen. Leider haben sich die radikalen Gruppierungen, die gegen die Quandoo-Dynastie opponieren, jetzt gegen die Japaner gewendet und greifen auch diese an, wodurch die Beziehung der beiden Vormächte des Ostens stark belastet wird. Wenn die Situation nicht bald bereinigt werden kann, besteht für die Regierung der VFAR die Gefahr, sich plötzlich einem Drei-Fronten-Krieg gegenüberzusehen. Und dann wird die Hoffnung, eine Marskolonie zu errichten, lediglich ein Traum bleiben. Ja, ich sei mit hier in den Außenposten. Schützen die Japaner. Verteidigen. Ich vermute mal, das ist jetzt Japan. Könnte hinhauen. Geschichte der Vereinigten Föderationen, bla bla bla. 22. September 2055, der Tangeshima-Konflikt. Nachdem sie die VFAR mit ihren Machthabern der Quandoo Corporation als rechtmäßige Regierung etabliert und zahlreiche Rebellenaufstände niedergeschlagen hatte, war sie in der Lage, sich am Wettlauf ins All zu beteiligen. Das internationale Wettrennen zur Entsendung von Kolonie-Gründungsexpedition auf dem Mars stieß auf Widerspruch durch diverse wissenschaftliche Gruppen. Es, durch wissenschaftliche Gruppen, sondern Lüge. Umweltparteien und religiöse Interessengruppen, ja, schon eher. Die alle behaupteten, die Ressourcen für eine solche Expedition würden besser dazu verwendet, die Lebensbedingungen auf der Erde zu verbessern, anstatt auf dem Mars neue Kolonien zu gründen. Presse- und Nachrichtenmedien gaben Warnungen aus, wonach die geplanten Weltraummissionen möglicherweise Ziel terroristischer Übergriffe werden könnten. Zahlreiche Länder und deren Regierungen, darunter auch Russland, die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Japan, beschlossen sich von diesen Drohungen nicht einschüchtern zu lassen und setzten ihre geplanten Marserkundungsmission fort. Trotz wiederholter Warnungen, dass derartige Bemühungen zum Ziel fanatischer terroristischer Gruppen werden könnten, starteten die Vereinigten Staaten im April 2049 ihre erste bemannte Mission zum Mars. 10 Minuten nach dem Start explodierte das Shuttle in der Atmosphäre und alle Menschen an Bord kamen ums Leben. Lass mal die Frau ansteuern. Diverse Extremistengruppen behaupteten, für diese Tragödie verantwortlich zu sein. Doch die
lauteste Proklamation stammte von einem gewissen Dr. Calvin Jennings Webster, Kopf der rechtsgerichteten Organisation Auge Gottes, einer religiös-fundamentalistischen Bewegung, die behauptete, die Erde und nur die Erde sei die wahre Prüfung für das Volk Gottes. Die drei weiteren Startversuche anderer Nationen, einem in Russland und zwei auf dem Territorium der neu gegründeten VfR, kam es zu Unfällen oder Problemen, die zu Abbruch des Countdowns zwangen. Aber dieser Grund wurde noch immer kein Anspruch auf die wirtschaftlichen Reichtümer erhoben, die möglicherweise auf dem Mars zu finden sind. Der ursprünglich chinesische Weltraumkomplex, das Yuiquan-Abschusszentrum am Ende der chinesischen Mauer in der chinesischen Provinz Gansu, wurde bei mehreren Rebellen- und Terroristenangriffen stark beschädigt. Aufgrund dieser zunehmenden Angriffe wandte sich die VfR Hilfesuchen an ihre Nachbarn, um den Plan, die erste Menschennation zu sein, die eine Kolonie außerhalb der Erde gründet, voranzutreiben. In einer konzentrierten Geheimoperation der VfR und der japanischen Regierung soll gemeinsam ein neuer, eigener Versuch unternommen werden. Text. Ja, richtig schnell mit der Präsenz. Aha. In dem Gebiet, also, Luftangriffen. Oh Gott, die haben bestimmt wieder Atombomben, oder? Union. Ist das die Ukraine? Was? Ist doch Teil von Russland, also bitte. Na toll. Die Rennung wieder auch. Müssen in ein Gebiet bauen, auf dem Amas. Ne. Na, gucken wir uns die Scheiße noch kurz an, dann machen wir Schluss für heute. Als persönliches Tagebuch von Quan Hundo. Man sagt, dass jede Familie eine eigene schwierige Geschichte zu erzählen habe und dass sich jeder Mann im Laufe seines Lebens viele Drachen stellen müsse. Es gibt keine Drachen. Es gab Dinosaurier, aber die sind ausgestorben. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Meine Familie, die Quan Do-Dynastie, das Herrscherhaus der Vereinten Föderation der Asiatischen Republiken, musste tatsächlich schon mit vielen Schwierigkeiten fertig werden. Und hatte in diesen letzten 20 Jahren viele Kämpfe mit Drachen zu bestehen. Und das sind Atombomber. Es sieht aus, als würden die Flieger ruckeln. 2 Jahrzehnte lang haben wir gekämpft und uns bemüht. Und immer dann, wenn wir schon dachten, dass der Drache, mit dem wir gerade kämpften, erschlagen wäre, hat sich ein Dutzend weiterer erhoben, um uns herauszufordern und zu bedrohen. Und ich habe 150 Frames. Wieso ruckeln diese Flieger? Nein, das ist nicht nur in der Aufnahme. Aber genau wie die Schwerter meiner Vorfahren die Drachen der Vergangenheit erschlagen konnten, muss auch ich mich der Bestie stellen, sie vernichten, um Ordnung und Frieden für unser Volk und unsere Nation wiederherzustellen. Hui. Bumm. Ich liebe diese Bombe einfach. Die hat ja voll vorbeigeworfen. Und einmal mehr werden wir von Drachen überfallen. Diesem fremden Land jenseits dieses sternlosen Ebenholzhimmels. Einmal mehr werden wir von üblen und bösartigen Bestien heimgesucht, von geflügelten Drachen in der Luft und sternen Bestien auf dem Boden. Warum liest das keiner vor? Also ich meine mit keinem jemand anderes als ich. Ich dachte, der Atombombe würde das platt machen. Dieses Mal ist es das letzte Mal, das schwöre ich. Dieser Drache wird der letzte sein. Glaubst du das selbst nicht? Irgendwie der Atombombe voll vorbeigeworfen, kann das sein? Wo kommt die Explosion jetzt her? Ich bin mir sicher, dass da kein Atombomber mehr war. Waren vielleicht die Schiffe, ja. Bestimmt die Schiffe. Was? Hyperion, hey. Ich mag die Dinger. Ich sichere erstmal hier überall. Und dann werde ich gleich Schluss machen. Aber vorher speichere ich nochmal überall. Weil, warum denn nicht? Weil ich es kann. So, sicher. Sicher ist sicher, ne? Was haben wir da unten? Wo die Japaner uns ein Stück Land für eine zeitweilige Basis zugesiedelt haben, sind sie ziemlich aufgebracht darüber, dass unsere Feinde ihre Städte angegriffen und ihr Weltraumzentrum zerstört haben. Tolle Sache. Errichten Sie was 2 unserer diversen militärischen Produktionsgebäude, damit wir uns verteidigen und unsere japanischen Verbündeten unterstützen können. Hä? Bericht der Bereitschaftspolizei. Ist doch. Ist mal aufwendig, dich wie wild im Kreis zu drehen. Bericht der Bereitschaftspolizei. Oh. Bericht der Bereitschaftspolizei. Bereitschaftspolizei. Sir, jawohl, Sir. Zwei? Moment, was? Jeweils 2? Ach du Scheiße, ich muss das doppelt bauen. Boah, wir auf den Flughäfen stopft die voll mit
Atombomber und gut ist. Ja, Kommandant. Digitale Zeit, Alter, immer noch. Irgendwie wirkt die Einheit so groß. Sir. Sir, jawohl, Sir. Befehle. Sir, weitergehen. So. Hier ist nichts zu sehen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Sir, jawohl, Sir. Wir haben eine Bogenlampe. Erwarte Befehle. Sir, jawohl, Sir. Laterne hätte es nämlich nicht getan, ne? Sir, oh. Kann ich behilflich sein? Nein, du bleibst hier oben stehen, Feuer bis du stirbst. Ach, das hier ist meine Basis schon. Ah, okay, ich verstehe. Kann ich hier einfach rüberlaufen oder werde ich unterwegs zusammengeschossen? Was glaubst du denn, hm? Bestimmt schießen gleich aus den Lampen Blazer raus. Das hätte auch viel Schönes, hm? Das würde gut in, glaube ich, Japan 21. Jahrhundert. Das heißt nicht wirklich so, oder? Ach, falsches Fenster. Doch. Gut, ich weiß ja nicht, dass ich im 21. Jahrhundert bin. Ich bin ja zu blöd, Zeit zu lesen. Zeiten. Aber das wird was so für CNC oder sowas. So ein Obelisk in der Bogenlampe. Und dann irgendwie auf Maps gebaut, wo irgendwie 2 Milliarden Lampen rumstehen, weil es eine Stadt ist. Jawohl. Kann ich? Ach komm schon, das könnt ihr mir nicht antun. Keine Atombomben für mich. Scheiß Dreckspiel. Alles, was ich wollte, war eine Atombombe. Ist das zu viel verlangt? Ein paar Atombomber, mit dem ich alles in Schutt und Asche legen kann. Was ist das denn? Raketenabwehrbatterie? Klingt vielversprechend. Warnung! Radar zeigt näher kommende feindliche Verbände an. Ein kombinierter Angriff von Boden und Lufteinheiten ist zu erwarten. Was? Ich bin doch gerade erst angekommen. Oh, die schlagen die tot. Neu-Russland? Was? Ich dachte, das wäre dieser ukrainische Bund. Gehört jetzt doch zu Russland. Okay, sammelt euch erstmal. Wo sind meine Bürger? Ladet mal ab. Auch du lädst ab. Ah, das sind meine Bürger. Ich habe ordentlich Burger bestellt. Ich kann direkt ein Kapitol bauen. Sehr gut. Habe ich Luftabwehr? Ja, ich habe Luftabwehr. Ist fast schon so ein bisschen gut. Ich muss irgendwo ein Kapitol bauen. Da drüben ist noch Gold. Ist scheißegal, wo ich es baue. Es ist immer kacke. Baue es mal hier hin. Da ist wenigstens noch Holz direkt in der Nähe. Ja, positiv. Bericht der Bereitschaftsgebiete. So, ich habe hier doch noch mehr Burger. Da. Lad mal ab. Kann ich eine Silo bauen? Ich kann eine Silo bauen. Eine Silo kann ich bauen. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich das baue. Nicht, dass das irgendwo geblockt wird. Nee, da nicht. Ja, dem geht's gut, okay. Spionagesatelliten, nee. Schießt ihr die mal alle ab, bitte? Das läuft ja schon wieder ganz toll. Ganz toll überhaupt nicht. So, ich hab gleich ein Kapitol, finde ich aber auch gut. So, ich glaube, ich will gleich noch ein paar mehr von denen bauen und ihr sammelt euch mal da unten irgendwie. Geh mal Eisen sammeln. Eisen sammeln. Eisen sammeln. Ich muss jetzt erstmal meine ganzen Einheiten hier wegbringen. Irgendwie ist der Hyperion da größer. Ach, die kommen auch von da oben. Na, ganz toll. Okay, wir speichern hier und... Dann war es das für heute erstmal. Frage, kann ich ins nächste Zeitalter vorrücken? Nein, natürlich nicht. Das wäre zu logisch. Vielleicht muss ich jetzt noch ein bisschen was bauen. Vielleicht geht's dann, aber... Was war das jetzt eben? Was ist da eben explodiert? Ah, was? Da ist nochmal Eisen? Ah, ich hab's falsch gebaut. Ach. Und wann ist der letzte? Der letzte Spielstand ist noch da drüben, ne? Wieso sehe ich das jetzt erst, dass da nochmal Eisen ist?
Dann wäre der Punkt hier drüben noch 10-mal besser. Egal, Karl, wir machen Schluss für heute. Und das nächste Mal werde ich wohl nochmal darüber fahren müssen, weil das ist deutlich besser mit Eisen und allem, aber naja. Epoche. Wir sind in der höchsten. Hier gibt es keine höhere. Na, ganz toll. Das heißt, wir sind schon in der höchsten. Erst so zum Kotzen. Egal, Karl. Das war's wohl mit Epoche. Die Mission, wenn man es so macht wie ich, war die doch recht einfach. Das hier scheint auch wieder mit unendlichen Ressourcen. Wird auch einfach werden, hoffe ich, wenn nicht irgendwo Zeitdruck entsteht. Und ja, geht schon. Dann gucken wir mal, was sonst noch kommt. Ich meine, dass die letzten ein, zwei Missionen richtig heftig werden. Egal, Karl. Das war's für heute mit FF1. Zu der Eroberung. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.